Hallo liebe Leute auf Twitch und auch auf YouTube zu einem neuen Stream. Heute geht's weiter mit Kingdom Come Deliverance. Es kam ein neues DLC, so neu ist es gar nicht mehr. From the Ashes oder aus der Asche, wie es auf Deutsch heißt. Ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht lange drum rum. Ihr wisst wahrscheinlich eh schon, worum es geht. Und wir starten in ein nicht neues Spiel, sondern in das alte Spiel. Wer es nicht gesehen hat, kann sich gerne auf YouTube auch gerne mal das Let's Play dazu anschauen. Ich habe Kingdom Come Deliverance bereits durchgespielt. Wir starten in den Spielstand quasi kurz vor Ende der letzten Mission und schauen mal, was der DLC so für uns bereithält. Ich erzähle gleich gerne mal ein bisschen was dazu, was im DLC so auf uns zukommt, aber ich schätze mal, wir bekommen auch eine kleine Einleitung, um was es geht. Ja, da ist es auch schon. Aus der Asche, herunterladbarer Inhalt aktiviert. Das ist halt eben der DLC. Nachdem du deinen Waffenbrüdern die Banditen aus Pribislavis vertrieben hast, mit deinen Waffenbrüdern, so, droht das Dorf nun erneut dem Wald und der Vergessenheit anheimzufallen. Ein Jammer, schließlich war Pribislavis vor der Plünderung durch einen aufbegehrenden Adligen zweifelsohne ein emsiges, aufblühendes Dorf. Wenn man nach der Größe der zerstörten Kirche geht, die als einziges Überbleibsel vom einstigen Wohlstand des Dorfes kündet. Du hast doch dich schon immer gefragt, warum die Bewohner nie nach Pribislavis zurückgekehrt sind. Und so bist du positiv überrascht, als du von Herrn Divishs Plänen für ein ehemaliges Dorf erfährst. Du weißt zwar nicht, was genau er vorhat, möchtest ihm aber dennoch gerne helfen zur Hand gehen. Gewiss erfährst du in Talmberg, was zu tun ist. Offensichtlich hast du etwas Wichtiges bei einer Leiche zurückgelassen. Die Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden, werden nun sicher in einer Truhe des Reiterhauses aufbewahrt. Du kannst die Sachen dort einholen. Ich habe was bei einer Leiche gelassen. Das ist mir neu. Schau nochmal eben auf die Karte. Wir befinden uns, wie gesagt, kurz davor hier. Wenn wir mit Hans Capon sprechen würden, würden wir das Spiel, wie gesagt, beenden. Das ist ein bisschen komisch gelöst. Aber es ist halt so. Ja, wir haben jetzt hier diese Fundsachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon was mit dem DLC zu tun hat oder ob das irgendwas anderes ist. Ich gehe einfach mal dorthin, weil ich einfach mal glaube, dass es was mit dem DLC zu tun hat, mit den Fundsachen. Kann natürlich sein, dass es irgendwas anderes ist, was vielleicht nachgepatcht wurde. Wir wollen uns auf jeden Fall jetzt auf das DLC konzentrieren. Ich habe ja eigentlich schon auch alle Nebenmissionen und so weiter gemacht, die man machen konnte. Wie gesagt, wer sich für das Hauptspiel interessiert, kann gerne mal ins Let's Play reinschauen. Die Entwickler empfehlen ja auch, dass man eigentlich ein neues Spiel anfängt. Und weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wer es noch nicht gesehen hat, Pribislavis ist ja die erste große Stadt, die man hat, wo man quasi einfällt mit seinem Trupp, wo man vorher auch auskundschaftet und infiltriert. Und schaut, wo sind die Befestigungen am besten und dann auch, wie gesagt, infiltriert und sich einschleicht und dann dort, was war das nochmal? Ich glaube, Brände legt und das Essen vergiftet, wenn ich mich recht erinnere. Steige ich denn jetzt hier nochmal ab vom Pferd? Das ist schon ein Weilchen her, logischerweise, dass ich Kingdom Come gespielt habe. Die Waffen sollte ich, glaube ich, hier besser wegstecken. Ich glaube, das wird nicht so gerne gesehen. Ja, und die Entwickler sagen, es wäre eigentlich das beste Erlebnis, nochmal ein komplett neues Spiel anzufangen. Aber mal im Ernst, nochmal 100 Stunden oder wie viel ich verbracht habe im Spiel. Ne, 100 nicht ganz, aber schon einiges. Nochmal neu zu spielen, nur für dieses DLC, finde ich ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt. Und die Entwickler sagen aber auch, es ist natürlich auch möglich für jedermann, beziehungsweise ohne neuen Spielstand, das Ganze auch anzugehen. Es ist quasi ein Aufbau-DLC. Es geht darum, das haben wir eben schon gelesen, diese Stadt wurde ja von den Banditen eingenommen. Wir haben es dann von den Banditen wieder befreit, indem wir alles niedergeknüppelt haben dort. Aber es ist halt nicht viel übrig geblieben von dem Dorf. Und in dem DLC soll es darum gehen, dieses Dorf quasi wieder aufzubauen. Ach Gott, ich bin auf dem falschen Weg. Es fängt schon wieder gut an. Ich laufe zum falschen A, ich Idiot.
nehme mir das am besten auch mal direkt raus aus dem Questlog. Epilog. Denn der hat mich jetzt wieder so verwirrt. Oh, guck mal. Was ist denn? Dass ich jetzt hier zum falschen A gelaufen bin. Für unser aller Zeit verschwende. Naja, es soll jedenfalls darum gehen, so viel nehme ich schon mal vorweg, dass wir nach Prvoslavice reisen sollen und dort quasi der neue Vogt werden. Das wird uns gleich Herr Divisch erzählen. Oder wird uns fragen, ob wir das machen wollen. Oder vielleicht bietet der es uns auch einfach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir dann der neue Vogt von Prvoslavice und kriegen dann quasi die Verantwortung für dieses Dorf. Und können dann dort... Richtig? Ah, so halb. Können dann dort quasi bestimmen, was in der Stadt so passiert. Also, ich glaube, wir können dort spezielle Gesetze erlassen. Und wir können dann entscheiden, was wir wo wie aufbauen. Wie das genau aussieht, sehen wir dann gleich. Es ist jetzt nicht so, dass man dort frei bauen kann, wie beispielsweise in einem... Ja, wie zum Beispiel in Fallout. Toll, ich soll jetzt dieses Schloss knacken? Eine Quest, das ist immer so ein bisschen komisch, finde ich, wenn ich irgendwo hin soll und... Das ist sogar Diebstahl, wenn ich das nehme. Da steht doch, die Sachen wurden für mich hier hinterlegt. Verstehe ich nicht. Der Hütte nehme ich mal mit. Nehme das alles mal mit. Okay. Quest abgeschlossen. Frag mich nicht, was das für eine Quest war. Ich glaube, es hatte mit dem DLC nichts zu tun. Deswegen tut mir leid, wenn ich euch damit aufgehalten habe jetzt hier, ihr das so gar nicht sehen wolltet. Wir haben hier noch eine Nebenmission in Ledetschko oder bei Ledetschko im Wald. Haben hier noch einen im Kloster, das machen wir vielleicht dann im Anschluss an den DLC, aber ich will jetzt die Leute, die hier extra für den DLC einschalten, nicht verärgern und direkt loslegen. Und uns wurde ja gesagt, wir sollen nach Thalmberg gehen zu Herrn Divisch und dort unseren Auftrag annehmen. Hey Yusei, wow, bist du schon zu Hause? Ich hatte dich so früh jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, alles vor 14 Uhr ist nichts für dich. Bin mal gespannt, wir haben jetzt gar keine Mission dort. In Thalmberg. Nichts, was uns angezeigt wurde, was wir dort machen können. Bin ich mal gespannt jetzt. Du hast die Woche noch Urlaub. Ah, cool. Na ja, dann würde ich das sicher freuen. Hoffe ich zumindest, dass ich heute so früh anfange. Wir werden nämlich heute wahrscheinlich den ganzen Tag Kingdom Come Deliverance spielen. Bis heute Abend. Ziel ist so 17, 18, 19 Uhr. Das soll also ein langer Stream werden heute. Wenn ich so lange durchhalte, weil die Hitze frisst mich jetzt schon auf und das nach 15 Minuten bereits. So, wir haben gesagt, er hat gesagt Thalmberg, der Text. Wollen wir mal schauen, ob wir hier Herr Divisch irgendwo finden. Ich meine, er war ja hier oben immer in den Gemächern. Dann hat er seine Alte auch geknattert. Ach ja, Herr Divisch, wenn der wüsste. Man soll auf jeden Fall eine Menge Geld, da ist ja die Alte von ihm, Herrin Stefanie. Grüß dich, Heinrich. Ja, grüß dich auch. Man soll ja eine Menge Geld brauchen für das DLC. Deswegen haben die Entwickler das DLC wohl auch gebaut, weil viele Spieler sich gefragt haben, am Ende des Spiels, so ging es mir ja auch, was soll ich denn jetzt mit meinem ganzen Geld tun? Ich habe eigentlich mit Waffen und so bin ich gut versorgt. Gott sei mit dir, Heinrich. Für was soll ich denn mein Geld ausgeben? Man soll es in diese Stadt stecken, in dieses Dorf. Das ist wohl das Ziel.
Aber Herr Divish ist nicht hier. Ist doch, ich soll nach Talmberg. Zu Herr Divish. Du hast nur GTA gespielt und sehe, da sehe ich keine Benachrichtigung. Oh Gott, dann hast du ja richtig Glück gehabt. Oder ich habe richtig Glück gehabt, dass du es trotzdem gesehen hast. Also das ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Oder ist das hier vielleicht Herr Divish, der... Das ist auf jeden Fall, bewegt sich dieser Stern, dieser Questgeber. Reise nochmal zurück. Vielleicht ist das ja Herr Divish. Normalerweise bekommen wir Quests immer über diese Sterne gekennzeichnet. Oder hätte ich mich jetzt vielleicht hier doch noch ein bisschen umschauen können? Aber eigentlich war er immer oben in den Gemächern. Vielleicht ist er auch in Rattai... Obwohl, er war ja noch nicht mal in Rattai jetzt so richtig. Wir haben ja die finale Quest halt schon angenommen. Die uns quasi den Ausritt aufträgt mit Herrn Hans Capon. Da war der Divish, meine ich, auch in Rattai, als wir losgezogen sind. Ich will das ignorieren. Das sind der Wanderer nicht. So, jetzt ist er bestimmt wieder woanders. So, wo ist der Questgeber? Jetzt ist der Questgeber hier oben. Das kann irgendwie nicht Herr Divish sein, oder? Ich wird's schon dunkel. Jetzt ist er wieder woanders. Ah. Jetzt kann ich ihn theoretisch einholen. Ja. Schauen wir mal, dass wir ihn einholen. Es wird wahrscheinlich gar nicht Herr Divish sein, sondern irgendjemand anders. Sowas fast befürchtet, dass es ein bisschen schwieriger wird, den DLC zu beginnen. Das ist ja leider oft so, dass DLCs, die dann so ins Spiel integriert sind, dass dann irgendwie den Anfang zu finden gar nicht so einfach ist. Ich hoffe, das ist nicht der Typ. Nee, der ist es nicht. Das ist nämlich hundertprozentig nicht, ja. Herr Divish. Vorbeigeritten. Derjenige läuft noch irgendwo hier auf der Straße rum, da unten. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich Herr Divish. Naja, ist es. Wieso läuft Herr Divish, der eigentlich in Talmberg sein soll, mitten in der Nacht hier auf der Straße rum? Ich schütze dich, Heinrich. Ja, dich auch, aber was läufst du hier rum, du Arsch? Ich hab dich gesucht. Was brauchst du? Den ganzen Tag lang. Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divish? Mir ist da etwas über Priebus Lawitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Priebus Lawitz geschickt. Mein Lokator Marius. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, sehe ich gerade. Ich glaube, der Ventilator stört das Mikrofon, oder? Wie ist der Ton? Das ist ein Lokator. Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Priebus Lawitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt.
Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, das zweifle ich, dass das so einfach wird. Hätte er nicht noch ein paar andere Sachen zu erzählen? Der Herr sei gepriesen. Lebe wohl. Über den Triebwerk wollen wir jetzt nichts hören. Was haben wir denn so an Missionen bekommen jetzt? Tief im Wald, das ist das Einzige, was wir bekommen haben. Finde ein Divish Lokator. Es ist die Rede davon, dass Herr Divish große Pläne für das zerstörte Dorf Privislavis hat. Jetzt, da die Banditen von dort vertrieben wurden. Und auch ich spiele bei der Sache eine Rolle, da er mich losgeschickt hat, um einen Vermissten zu finden, den er zuvor entsandt hat. Das ist auch oben da bei Privislavis, wo ich schauen soll. Machen wir doch direkt mal eine Schnellreise hin und dann muss ich mal schauen. Sattheit und Energie, ich darf mich nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten ein bisschen was essen demnächst. Du hast nichts von dem Ventilator, okay. Es war gerade eine kurze Zeit lang so, dass ich nicht gesprochen habe und trotzdem in das Mikrofon irgendwelche Ausschläge hatte. Deswegen hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass da der Ventilator eventuell reinbläst. Interessant auf jeden Fall, dass ich jetzt hier irgendwie immer 100% Chance habe zu fliehen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Skill ist von mir. Ja, jetzt sind es keine 100% mehr. Ich versuche trotzdem mal zu fliehen. Hat geklappt, scheinbar. Ja, diese Überfälle sind immer Quatsch, also. Einfach immer nur Zeitverschwendung. Also, Privislavis habe ich angeblich entdeckt. Ich kannte mir das vorher schon. So, und hier wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger. Sich hinzulegen und was zu essen. Ich schau mal gerade, ob ich irgendwas dabei habe. Das Zeug kann ich auf jeden Fall mal in die Satteltasche packen. Das kann ich eigentlich mal anziehen hier. Wieso habe ich denn eh die ganzen Sachen gar nicht an? Merkwürdig. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was die besten Sachen waren, die ich so hatte. So, das sieht ganz gut aus. Nahrung, wir haben noch ein bisschen Dörrfleisch. Oder die Räucherwurst essen. Die ist zwar nicht mehr frisch, aber... Okay, die nimmt aber Energie weg, ganz schön. Und Energie habe ich auch nicht mehr so viel. Mal eine. So. Sind wieder ein bisschen fitter. Und dann halten wir mal Ausschau nach dem komischen Spezi. Wie gesagt, Privislavis ist jetzt hier noch nicht... Ja, ist der jetzt nochmal mit der blöden Fackel. Das ist alles schon so lange her. Hat er doch eine Fackel, oder? Da. Am liebsten würde ich mich irgendwo hinlegen. Muss jetzt nicht sein, dass ich hier nachts rumlaufe. Gerade weil wir irgendeinen Typen suchen. Das ist jetzt nachts, glaube ich, nicht so von Vorteil, da auf die Suche zu gehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir hier in Privislavis schon Möglichkeiten haben zu schlafen. Dadurch, dass das hier alles noch recht wüst ist. Aber hier können wir doch bestimmt irgendwo schlafen, oder? Ja, natürlich. So, dann schlafen wir mal bis zum Morgengrauen. Es reicht ja, dass wir wieder sehen können. Das ist die Hauptsache. Darum geht es mir jetzt hauptsächlich. Dann können wir auch noch kurz was essen. Dann sind eigentlich alle Gelüste befriedigt erstmal.
Bin gespannt, ob wir den Typen jetzt wirklich irgendwo, ob der wirklich in der Klemme steckt. Oder ob der einfach nur hier irgendwo sitzt. Das könnte ja auch sein. Wie stecke ich denn jetzt diese blöde Fackel? Ach so, okay. Die Taste länger gedrückt halten. So war das. Ach, finde ich den vielleicht hier sogar schon? Hier sind, ist ja ein Lager mit irgendwelchen, hey, Typen. Wer ist da? Oder seid ihr Gegner? Ach, ihr seid Gegner. Okay. Seid ihr Gegner? Nee, ich kann mit denen. Wo kommst du her und was willst du hier? Ich kann mit denen reden, das sind doch Banditen. Okay. Interessant. Ah, jetzt verstehe ich alles. Was ist los? Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin Heinrich. Ich dachte mir schon, euch hier zu finden. Also ich dachte mir das nicht. Wer seid ihr? Wie konntest du? Herr Divischs Lokator wird in dieser Gegend vermisst. Tja, das Glück schert sich wohl einen Dreck um ihn. Divisch hätte nicht einen Narren zum Verhandeln schicken sollen. Er hat mich nicht zum Verhandeln geschickt. Ich soll das Problem aus der Welt schaffen. Aus der Welt schaffen? Wir sind viele und du bist allein. Daher solltest du dir gut überlegen, wie du das aus der Welt schaffst. Ich versuche ihn mal zu überzeugen. Werde ich wahrscheinlich sowieso schaffen. Lasst ihn frei. Sofort. Oder ihr endet hier als Futter für die Krähen. Wie das Gewürm, das vor euch hier war. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen, ja? Wir ziehen dann mal weiter. Friedlich. Der Kerl ist in dem Zelt, da drüben. Ja, das kommt uns natürlich jetzt zugute, dass wir das Spiel schon abgeschlossen haben und hier keinen neuen Spielstand haben. Wir sind ja, habt ihr gesehen, Level 20, glaube ich, war das, was Waffenfertigkeiten angeht. Dadurch können wir natürlich, haben wir ein leichtes Spiel, Gegner und auch andere Wachen und so weiter zu überzeugen. Oder einzuschüchtern. In dem Zelt da oben, hat er gesagt. Meint er denn mit oben? Da ist er doch. Das ist aber nicht sehr weit oben. Schauen wir erstmal hier ins Schloss, in die Kiste rein. Dietriche. Oh, warte. Sollte ich auch mitnehmen? 10 Stück. Sehr schön. So, du bist also der Lokator, was? Was auch immer ein Lokator ist. Unsichtbare Fesseln hat der Gute. Danke. Keine Ursache. Herr Divisch hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Wie war? Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divisch die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divisch Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt. Und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. Du kannst mitkommen, wenn du magst. Danach erstatten wir Herrn Divisch Bericht. Er hat echt jetzt noch Bock, hier zu arbeiten? Der hat, ist ja gerade wahrscheinlich tagelang in Gefangenschaft gewesen. Und das Erste, was er denkt, nachdem er aus der Gefangenschaft rauskommt, ist, ja, lass uns anfangen zu arbeiten. Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? So, Marius. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, geh vor. Was hast du denn so zu erzählen? Oder erzählt er gar nichts, während er mit mir jetzt hier unterwegs ist? Was ist denn jetzt hier genau der Plan? Wie ich sehe, wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Aha, du hast da viel Vorstellungskraft. Na, die Kirche steht doch noch. Siehst du, da muss man fast gar nichts mehr dran ändern. Das ist ja schon fast fertig. Tatsächlich. Die Kirche steht also noch. Ja. Gut, gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Genau das, was ich sage. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar.
Holz allein reicht jedoch nicht aus. Renovieren? Das ist ein einziger Trümmerhaufen. Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht der Abriss sogar leichter wäre. Hört euch mal die Kirche an, also... Ein paar Löcher ist ja untertrieben. Es ist ja ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch steht. Naja, aber der Typ hier, der hat wohl eine gute Fantasie. Er zeigt uns jetzt wahrscheinlich erstmal das ganze Dorf, gehe ich mal davon aus. Hey! Einen kleinen Rundgang. Aber auch interessant, ne, dass er jetzt hier uns rumführt, wo er eigentlich hier erstmal ein paar Tage in Gefangenschaft war. Ob er sich hier schon umgeschaut hätte groß oder... Na okay, vielleicht hat er das ja. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Ja, ich habe mich... Ich habe das schon ein bisschen was gehört... dass man wohl, wie er das jetzt sagt, wie das jetzt hier vorgestellt wird, dass man wirklich auf diesem Platz dann auch nur die Gelegenheit hat, das zu bauen. Also ich kann jetzt die Kirche logischerweise nur dort bauen, wo die Kirche jetzt steht. Das Rathaus auch nur dort bauen, wo er sagt, hier könnte das Rathaus gut hinpassen. Ich habe jetzt nicht hier die freie Wahl, frei zu bauen. Das ist mehr so ein, keine Aufbausimulation, sondern mehr so eine Handels- und Wirtschaftssimulation wohl. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Und bei den Händlern habe ich gehört, dass die Händler wohl so das Einzige sind, wo man sich entscheiden muss. Denn ich glaube, es sind irgendwie so 12 Gebäudeslots oder so, behaupte ich jetzt einfach mal. Könnten auch 10 sein, ich weiß es jetzt nicht. Es gibt aber 13 oder 14 Gebäude und die Gebäude, die wohl mehr sind, wo man sich entscheiden muss, das sind wohl die Handelsgebäude. Also ich muss mich, glaube ich, entscheiden zwischen Bäcker, Metzger oder noch irgendwas Drittes, meine ich, gab es. Der Weg und der Bach. Ja, dann kommt hier das Eingangstor hin, würde ich sagen. Ich würde hier erstmal einen fetten Wall ziehen, damit hier nicht wieder die Banditen einfallen. Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Okay, es gilt also, den Bach zu schützen. Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Ist ja logisch, das ist die Straße. Dass hier Sachen transportiert werden, ist ja wohl... Muss jetzt nicht extra erwähnen, du Doofkopf. Frage ist nur, wer soll denn die ganze Arbeit machen? Wir sind zu zweit hier. Also ich mache das bestimmt nicht. Und er, so wie er angezogen ist, auch nicht. Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Okay. Da haben wir schon mal eine Antwort. Holzfäller. Frag mich, ob ich auch das Personal beschaffen muss. Das sind bestimmt auch Aufgaben, die wir dann gleich bekommen. Ich vermute mal nicht nur, dass es jetzt hier direkt losgeht, sondern dass wir dann auch Missionen haben werden. Sorge ein paar Holzfäller oder Leute aus dem Steinbruch brauchen bestimmt auch. Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Seht ihr? Sag ich doch. Wir werden natürlich auch ein paar Steine brauchen, gehe ich von aus. Und entweder werde ich die im Steinbruch kaufen müssen oder vielleicht irgendwie Leute anheuern. Dafür verzeiht der Gute. Ja, erstmal eine ausführliche Tour. Hier ist viel Platz. Geht so, ne? Hier sind schon ziemlich viele Zelte. Vielleicht sollten wir das hier so behalten, so als
Unterbringung quasi für die ganzen Arbeiter. Glaube ich, keine so schlechte Idee. Ich glaube, von hier sind wir damals oben eingebrochen, kann das sein? Ich glaube, hier in dieses, durch diese Hütte sind wir gekommen und haben dann, glaube ich, hier den Topf vergiftet. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Ein Brunnen? Das hier? Okay. So einen Brunnen habe ich noch nie gesehen, wo man so reinlaufen kann. Ich kenne nur diese klassischen Brunnen, wo man so einen Eimer runterlässt. Wo ist der Typ? Ah. Perfekt für eine Schenke. Hier soll die Schenke hin? Wasch mich mal gerade. Das ist jetzt nicht... Nee, okay. Weiß nicht, wie die Zeit voranschreitet. Alles Nötige wurde begutet. Ja, wurde auch Zeit. So, wie geht's jetzt weiter, Marius? Ich mit dem Lokator. Okay, reden wir mit ihm. Headshot.